Bei einem plötzlich auftauchenden Hindernis ist eine Notbremsung einzuleiten. Dies geschieht, indem der Fahrer mit aller Kraft Kupplung und Bremse betätigt. Sollte das Anhalten vor dem Hindernis nicht möglich sein, kann unter Berücksichtigung des Platzbedarfs und des Gegenverkehrs ausgewichen werden. Bei Schaltfahrzeugen mit ABS bleibt der Lenker die ganze Zeit auf Bremse und Kupplung, bei Automatikfahrzeugen mit ABS nur auf der Bremse. Er lenkt gefühlvoll am Hindernis vorbei. Ohne ABS muss der Fahrer vor dem Lenken die Bremse lösen, erst danach kann auch er gefühlvoll am Hindernis vorbeilenken. Diese Gefahrensituation rechtzeitig zu erkennen und richtig zu agieren, trainiert ihr im Mehrphasentraining bei der ÖMTC-Fahrtechnik.